Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Killer is Dead. Wir sind in Episode 9 von Riesen und gestohlenen Planeten. Und in Englisch hieß es The Giant Who Stole a Planet, also Übersetzung irgendwie komisch. Ich gehe stark davon aus, wir werden hier einen Bosskampf sehen im Laufe der Folge. Ich hoffe es. Ich weiß noch nicht, wie lang der Level noch ist, deshalb muss ich einen kleinen Break machen. Ich habe einfach Pause gedrückt und ich sehe, ich habe schon wieder 500 Dinge. Das heißt, ich kann schon wieder was upgraden. Die Charge Can ist halt super stark. Ich überlege, ob ich die Charge Can weitermache. Ich meine, das ist mein Good-to-Go-Schuss, den liebe ich auch. Setz Blut ein, um die Gesundheit wiederherzustellen. Okay, da kann ich mein Healing aufleveln. Das ist natürlich auch cool. Katana-Beschränkung. Gekko Extreme. Das ist natürlich auch gut. Aber das ist so super stark, das will ich noch weiter verbessern. Ich glaube, das hilft mir einfach gegen ganze Gegnerhorden. Jetzt brauche ich natürlich meinen Good-to-Go-Schuss. Ah, Mist. Kacke. Ich will den fliegenden Ast wegmachen. Wo ist er? Weg. Ich doch eigentlich mit dem Paul-Schuss jetzt wegmachen. Boah, guck mal, was ist abgezogen hat. Der ist so gut wie tot. Ich glaube, gegen den brauche ich auch sowas. Dreck. So. Ah, hier geht's weiter. Nico Haru, ich komme nochmal vorbei. Ich will deinen Erfolg nämlich auch noch haben. Er hat Laseraugen. Das ist brutal. Erwischt. Ich dachte, ich war in Sicherheit da. Das ist noch so ein komischer Gegner. Aber da kommt jemand, der mir Blut spenden will. Oh, er hat mich erwischt, Kacke. Oh, kleine Spende. Oh Gott, ich konnte auch nicht weg. Egal, wiederbeleben. Wir haben genug Geld, wir können die Dinge ruhig einsetzen. So ist das Scheißding, das auf mich schießt. Ich glaube, das ist, wenn ich das Ding außen nicht aktiv habe. Nein, ich habe halt genug Blut, um jetzt Special zu machen. Jetzt aber. Was? Selber? Dein Schuss geht auf der Schulter.
Ja, der schießt von seinem Arm aus. Kann ich jetzt endlich das machen? Ey, wenn der einmal schießt, kann ich mal einfach nicht weg. Elend. Das ist wie so ein Fußball. So, ich hätte mein ganzes Blut verballert. Noch einfach vier Schläge und dann bin ich auch fertig. Jetzt habe ich auf der Kraft. Das war ein elendiger Kampf. Vor allem hat es voll lang gedauert, bis ich ihn nochmal in die Knie gezwungen hat, um den Special wieder zu machen. Und dann war wieder mein Blut. Ja. Brutal. Ah, jetzt. Jetzt kommt es zum Bossfight, oder? Wird auch langsam Zeit. Die Folge wäre ja eine Stunde gegangen, wenn ich es an einem Stück gemacht hätte. Ich muss erst mal gucken, wo ich ihn treffen muss. Kann ich ihn hier mit treffen? Hä, seine Lieben? Oh ja! Das war ordentlich. Schon zwei Löcher in den Beinen gewolzt. Was war denn das für ein Leggystein? Was war denn das für eine Scheiße? Diesmal mache ich am Kontrollpunkt neu beginnen. Ich hoffe, der Kontrollpunkt ist der Boss, ansonsten wäre echt scheiße. Ja. Ich habe es so schön getroffen eben. Brillanter Schulterwurf, okay. Muss ich alle so Dinger kaputt schießen? Wahrscheinlich. Interessant war, dass es hiermit nur einen Schuss gebraucht hat. Aber es braucht halt auch viel mehr Power. Und den normalen Schuss, den kann ich halt immer machen. Jetzt bräuchte ich diesen Skill, dass wenn ich ziehe, dass die... Ja, genau. Da gibt es doch hier diesen Skill. Wenn ich ziele, dass die Gegner langsamer sind. Ja, der Freezer Shot wird. Mit Bullet Eye anvisierte Gegner erscheinen langsamer. Gucken, ob es bei ihm auch funktioniert. Ich glaube, das funktioniert scheinbar nicht. Ist das Ding jetzt kaputt da? Ne, jetzt ist ein Loch drin, jetzt blutet er auch raus. Jetzt muss ich gucken, wenn er diesen komischen Kackmove da macht. Dass ich gucke, wie ich da wegkomme. Okay, das sieht echt super hässlich und laggy aus. Diese Scheiße mit dem Stein. Ein Auge. Schmeißt er wieder irgendwas? Warten, bis er da ist, scheinbar. Okay, der blutet ganz schön heftig. Eigentlich müsste er schon längst ausgeblutet sein. Auch wenn er riesengroß ist, bei so vielen Löchern. Nach.
einzelne Geschieße ist auch für den Arsch irgendwie. Einfach muss ich reinhalten. Da ist wieder ein Kleiner gekommen. Kann ich mich hier hinter verstecken? Ja. Das ist ein hässliches Atemloch. Aua. Ah, das gibt Belohnung, wenn ich da in seinen Rückenlöcher schieße. Er hat jetzt keine Leben verloren. Es gibt scheinbar extra Shit. Yo. Okay, er hat die Kacke einfach weggeschossen. Ein Sterndings gibt es auch. Oh, ein Auge hat er ja noch. Aua. Nicht oben auf der Stirn, das auch noch. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Ach nee, sein Atemloch hat noch besiegt gehabt. Er ist einfach im Kopf auf mich draufgefallen. Finish him! Wie viel will er eigentlich noch finden? Das ist das Atemloch, das ist am kleinsten. Auf das Ding da. Nicht hier sicher? Nein, ich bin nicht sicher. Ja, zwei blutende Löcher. Jetzt noch einmal die Augen. Ich nehme an, es ist wieder wie die Oldschool Zelda-Busse. Ich werde ihn dreimal finde schon. Wobei das war bisher bei einem so. Die haben immer drei. Allerdings gehabt drei Phasen. Ja. Diesmal werde ich mir kein Headbutt geben. Ja. Killer is dead. Killer is dead und ich lasse los. Ist er reingesprungen in ihn? Ach nee, er schneidet einfach drum rum. Okay. Will er den Kopf jetzt auch mit in die Agency nehmen? Da können sie eine neue Agency draus bauen. I see. So this is it. This was stolen? Okay, mein Arm absorbiert wieder was. Monte! Yes, I know. Should the situation call for it, I will. Okay. The mission is complete. Understood. Huh? What language is that? Boom,
Don't tell me. An alien? We met a new life form! Die waren doch schon auf dem Mond. This is our payment. Ugh, that's as good as nothing. Brian, the mission is... Good work, but there's no time to rest, unfortunately. We've got another job, this time from the Russian Department of Defense. The target is a runaway locomotive. Moscow is in danger. What? Did he just say Russia? Hurry, we're out of time. I'm heading over there now. Russia! Where is that? Is it far from here? Huh? Is it close by? Is it hot? What should I wear? How are we gonna get there? Are we gonna fly? Are we gonna walk? Wir haben den Riesen fertig gemacht. Ein komischer Alien kam, der in fremden Zungen gesprochen hat, hat sich ein bisschen wie Japanisch unter Wasser angehört. Und das hat auch erneut Fragen aufgeworfen. Allerdings war der David doch auch so eine Art Alien, oder? Weil der auf dem Mond war, komische Superkräfte hatte. Na gut, komische Superkräfte ist hier nichts Besonderes. Die andere hat 27 Arme. Wir haben auf jeden Fall eine neue Mission freigeschaltet. Bei Schwester im Glück haben wir auch eine neue Träger der Liebe. Auch neue Nebenmissionen freigeschaltet. Ach ja, Gewichtsbegrenzung, was ist das? Lastenaufzug, okay, da muss man einfach das Gewicht begrenzen, also Wires umbringen. Zeitbombe ist wieder sowas, wo man wegrennen muss. Gut, also wir haben zwei neue Nebenmissionen. Und das sind jetzt echt alle Nebenmissionen. Verfluchtes Zeitbonsai, wackelte Gerät. High Fidelity ist weg, oder? Ach nee, da ist High Fidelity. Oh, die war elend, die Jungfrau in Nöten. Gut, wir haben den Riesen besiegt, dessen außergewöhnlicher, außerirdischer Name einfach nur Giant Head war. Und er hat wirklich einen fetten Kopf gehabt. Ich will mal ganz kurz in die Agentur gehen, gucken, ob der jetzt auch da rumliegt. Hier sind ja die ganzen Köpfe. Aber ich glaube nicht. Der war ein wenig zu groß. Wie sieht es mit Upgrades aus? Wie viel haben wir bekommen? Naja, der Boss gab jetzt wenig, gell? 165? Ich glaube 120 hatte ich noch. Der Boss gibt irgendwie keine Upgrade-Punkte. Ein paar Sachen habe ich abgehakt hier sogar. Aber ich weiß nicht, wie viele Stufen ich die Heilung, das Katana und generell hier die Sachen noch aufleveln kann. Also da geht auf jeden Fall noch einiges. Drei Skills haben wir noch gar nicht. Gut, Drill Plus und Freeze Shooter Plus. Freeze Shooter fand ich bisher ziemlich elend. Der hat voll wenig Schaden gemacht. Ich nehme eigentlich nur den. Und der ist halt super stark. Deshalb habe ich den jetzt auch aufgelevelt. Die Charge Cannon Neo, das ist schon was Feines. Ja, so langsam geht's dahin. Wir werden stärker, kriegen krasse Power-Ups und... Die Geschichte breitet sich aus. Allerdings haben wir länger David nicht mehr gesehen und diese mysteriöse Frau mit der Maske auch nicht. Aber es sind ja noch ein paar Missionen. Mittlerweile bei Mission 10. Ja, bei der 10. Sehr, sehr gut. Soweit, so gut. Wir werden es bezwingen und es macht schon Spaß. Es ist schon ganz witzig. War, glaube ich, damals echt ein geiles Spiel gewesen. Und das ist immer noch okay. Die Grafik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt, aber das sieht schön aus und macht Spaß. Das ist das Wichtige. Die Levels sind nicht zu lang und man kann es mal eben durchpeitschen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß.